Willkommen zu einem neuen Let's Play auf BatTV. Wir spielen zusammen Turok. Dieses Spiel ist schon etwas älter, erschien 2008, aber macht trotzdem nach wie vor Spaß. Wer auf Dinosaurier und auf Shooter steht, für den ist das auf jeden Fall was. Ja, die alten Spiele von Turok habe ich auch totgesuchtet auf dem Nintendo 64 und auf der PlayStation 2. Naja, ich glaube, ich muss nichts mehr sagen. Dinosaurier und Shooter ist das Stichwort und somit starten wir direkt das Spiel. Ich habe das Spiel schon einmal durchgespielt, seht ihr hier, aber wir machen ein neues Spiel auf normal. Den alten Spielstand können wir auch überschreiben, den brauche ich nämlich nicht mehr. Ist schon ein bisschen länger her, aber das macht nichts. Okay, Junge, jetzt kommst du drauf an. Denk daran, es gibt keine Unschuldigen hier, keine Gefangenen, keine Augenzeugen. Oh Mann, ich hab schlecht geschlafen. Ich hab Lust auf einen Pfannkuchen, Mann. Muss wohl davon geträumt haben. Hey, guck mal. Was weiß denn ich? Hey, wer ist denn das? Und wer ist der Neue? Coole Frisur. Hey, sieht ein bisschen vertrocknet aus. Du bist Turok, stimmt's? Ich weiß alles über dich. Offizier an Deck! Okay, Männer. Nur noch 30 Minuten bis zur Landung. Ich sage das jetzt nur einmal. Unser Ziel ist Roland Kane, Anführer des legendären Wolfsrudels. Vor 3 Jahren verschwand Kane spurlos. Danach hat ihn niemand mehr gesehen. Wir fanden ihn in der Kolonie auf dem Planeten da unten. Also, was die da unten machen, ist uns egal. Unser Auftrag ist einfach. Findet Kane und bringt ihn zur Erde. Punkt. Okay. Darf ich vorstellen, Turok. Turok? Turok wird uns bei der Suche nach Kane helfen. Er war Mitglied des Wolfsrudels. Ja, bevor er sie verraten hat. Klappe, Slate. Traut dem bloß nicht. Okay, das war's. Machen wir uns bereit. Hör mal los. Turok, du kommst mit. Ja, ihr seht, Turok hat sich verändert. Ist ein bisschen... Was? Ach ja, ich folge dir. Klar, wir sehen den Pfeil, wo es lang geht. Auf jeden Fall wollte ich sagen, Turok hat sich etwas verändert. Vom schmalen Indianer zu einem Stirnacken, wie ihr hier seht. Wir starten noch auf einem Raumschiff, nicht im Dschungel oder sonst wo. Relativ normale Waffen, die wir benutzen werden, wenn wir auf dem Planeten sind. Schon mal so eine benutzt? Ein, zweimal. Scheiße. Oh oh. Willkommen, Gentlemen. Ihr dachtet wohl, ihr kämt in ein anderes Militärgefängnis.
Aber der Plan wurde geändert. Ihr seid jetzt unter meinem Befehl. Für die Armee seid ihr nur ein Haufen brutaler Krimineller. Doch ich sehe Männer, die unter der richtigen Führung die besten Kampfmaschinen des Militärs werden können. Und für das Wolfsrudel brauche ich genau das. Und was sind wir? Eure Hunde? Du. Vortreten. Du bist Indianer, habe ich recht? Hast du gut erkannt. Entweder Cherokee oder Kiowa. Ich schätze Kiowa. Nimm mir die Handschellen ab und du wirst erfahren. Steh auf! Steh auf! Steh auf, wir müssen weg! Komm schon! So, wir sind wieder wach. Ups, den hat's erledigt. Aber das schaffen wir auch alleine. Da geht's weiter. Oh, da ist da wieder einer. Den folgen wir einfach mal. Der Weg ist blockiert. Nach unten ist die einzige Chance. Mir nach! Na dann los! Hier drüben müssten wir rauskommen. Los jetzt! Oh, und den nächsten hat's erwischt. Er ist einfach weg. Auch gut. Egal. Wir schauen mal, wo es weitergeht. Oh, 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 Strom. Schnell los. Schnell, schnell. So. Hey, ich brauche Hilfe hier. Ja, schon unterwegs. Oh, scheiße. Er ist tot. Wir können nichts mehr machen. Okay. Ich helfe dir mal. So. Schnell, 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 schnell. Kein Problem für Turok. Er ist einfach nur Killer. Unser Dinosaurierjäger hier. So, hier hoch. Und schon sind wir draußen. Bist du okay? Ich werde überleben. Also los, suchen wir den Rest des Schiffs. Vielleicht sind noch andere am Leben. Wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Bleib bei mir, dann schaffen wir es. Alles klar, dann suchen wir mal die Hauptabsturzstelle. Ich habe noch keine Waffe, noch gar nichts und der Typ will ins hohe Gras. Das kann ja nur lustig werden. Ah, noch nichts Auffälliges. Aber ich höre ihn doch. Da ist er doch, da läuft er. Aber ein kleiner. Noch nichts bis jetzt. Da sehen wir Rauch. Ich denke, das ist die Absturzstelle. Und noch ein Dinosaurier. Und noch einer. Wirkt ein bisschen wie Jurassic Park. Aber darauf achten wir gar nicht. Denn es ist ja Turok. Da, siehst du den Rauch? Ich wette, da ist der Rest des Schiffs abgestürzt. Da müssen wir hin. Ja, sehe ich. Du Blitzmerker. Whiskey Company, kommen. Jemand da draußen? Mist, immer noch keine Antwort. Whiskey Company, kommen. Whiskey Company, Paul, Louis, Logan. Ist jemand da draußen? Keiner meldet sich. Das heißt nichts Gutes. Oh, oh, ein Dornbusch. Ah, ich bin dran gekommen, scheiße. Boah, aber große Dorn, verdammt. Zieht euch das rein. Hey, ich glaube, ich hab hier... Oh! Oh! Der erste Raptor. Greift er mich jetzt auch an? Nein, tut er nicht. Aber ich will schnell weg hier. Noch ein kleiner Saurier. Der wahrscheinlich gerade hier was gesnackt hat. Und ich habe ihn gestört und jetzt ist er sauer auf mich. Wo ist er denn hin? Oh, unsere erste Waffe. Und die kleinen Viecher tümmeln sich hier in dem hohen Gras. Naja, einfach mal rein. Und schnell die Waffe holen. Oh, was ist denn mit dem los? Schnell, 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 schnell.
Zack! Und der nächste. Fuck. Schnell. In dem hohen Gras sieht man sie nicht besonders. Das ist ein bisschen doof. Der versucht sich auch zu töten. Er wird es aber nicht schaffen, denn ich war schneller. Oh, oh, oh. Da ist irgendwo ein großer. Aber ich glaube, er kommt nicht auf mich zu. Oder hier in die Richtung. Okay. So, jetzt muss ich erstmal nochmal gucken, wo es weitergeht. Wie gesagt, Spiel schon länger nicht gespielt. Aber da geht's weiter. Ein Schalldämpfer. Super. Ein Toter und das Messer. Sehr schön. Wir haben das Messer aufgenommen. Jetzt können wir schön Dinos schlitzen. Zack. Sauber. So, da geht's weiter. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Ja, hier seht ihr einen menschlichen Feind. Gab es vorher in Turok, glaube ich nicht. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Denn meistens haben wir gegen Dinosaurier oder Dinosaurier-Soldaten, sag ich mal, gekämpft. Alles ziemlich abgespaced. Hier ein kleines neues Konzept von Turok. Nicht weiter schlimm, macht trotzdem Spaß. Hier hoch. Noch einer. Zack! Ein Toter. Der gibt mir nichts. Schauen wir mal. Da geht's runter. Eine Höhle. Mit Knochen. Sieht nicht gut aus. Wir gehen trotzdem runter. Da ist nichts. Da geht's weiter. Oh! Ah, du. Das sind wohl Kains Leute. Wollten sicher gehen, dass wir tot sind. Überraschung. Holen wir uns diese Typen. Ja, dann schnappen wir so uns mal. Ich folge einfach hier meinem Kollegen, der mich nicht besonders mag. Hast du das gehört? Sicher habe ich das gehört und das klang gar nicht gut. Gar kein Problem. Das weiß ich, aber danke. Geht nicht zu weit weg. Wieder Knochen. Maschinenpistolen, Munition aufgenommen. Sehr schön. Knochen, ein Heli. Gegner sind wahrscheinlich im Gebiet, da sind sie auch schon. Und wir rattern einfach in die Mitte. Da auch noch welche, keine Chance. Da höre ich doch was, da ist was im Anmarsch. Der Boden bebt. Wo ist das Vieh? Da kommt er, da! Oh, Scheiße! Er erledigt die ganze Arbeit. Wir können einfach hier stehen und fröhlich zusehen, wie der T-Rex einen nach dem anderen kalt macht. Der Triumphschrei und dann zieht er auch ab. Uns hat er nicht gesehen, zum Glück. Das wird wahrscheinlich nicht immer so sein. Naja, kommst du mal? Der ist wahrscheinlich noch geschockt von dem T-Rex. Er kommt.
nicht, dass das was ändert. Wir sitzen hier zusammen fest, aber das heißt nicht, dass ich dich mag. Ist in Ordnung. Böses Blut. Los. So, ich würde sagen, hier an der Stelle machen wir eine Pause. Wenn euch das Video gefallen hat, dann Daumen hoch und den Abo-Knopf nicht vergessen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.